Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier bei Cake TV Uncut. Nur echt ohne Schnitt, auch wenn ich den Raum verlasse. So, ich würde sagen, wir starten, wa? Beste Leute, Buffstreams sind nice. Buffstreams, was sind Buffstreams? Das sind also Buffstreams. Oh, okay. Oder besser gesagt, Hot Tub Streams sind geil. Real Talk. Ihr wisst gar nicht, was es für ein Gefühl ist. Ja, vor allem, ich war letzte Woche bei einem Kollegen und wir haben uns tatsächlich mal so ein paar Streams nebenbei angeguckt und es ist ja wirklich einfach abnormal peinlich, ne? Die sitzen halt real, also sitzen wirklich einfach die ganze Zeit da, quatschen so ein bisschen, sitzen da halt so rum und ja, vorbei. So, es ist einfach nur unangenehm. Gefühl ist, wenn man die Twitch-Homepage öffnet und dann da steht, Live-Kanäle, die dir gefallen könnten. Mashallah, einfach die großen Puls am Start. Abonniert, wenn ihr neidisch auf diese Twitch-Startseite seid. Alle Gefühle sind ja scheinbar so, buhu, damals Twitch so cool und Gaming und keine Girls und jetzt, oh. Aber wenn ihr das nicht versteht, dann müsst ihr einfach mal drauf nacken. If you know what I mean, guys. Dann. Nö, das würde ja bedeuten, dass du schon die Meinung vorgibst, dass die Medien auf jeden Fall falsch berichten, wa? Versteht ihr das? Woher ich das weiß? Aber imagine, man würde... Aber imagine, man würde wirklich drauf nacken. Oh ja, schreib jetzt meinen Namen auf. War ein Joke, guys. Als ob ich direkt meinen Höhepunkt hätte, nur weil ich eine leicht bekleidete Frau sehe. Ich habe schon sehr viel Training durchgemacht durch die ganzen ASMRs, die ich gehört, ich meine, gesehen habe. Nee, doch gehört. Ich finde durch die Streams natürlich Dankeschön, auch... Dankeschön, für 1000 Bits, Herr Grafe. Ehrenmann. Man glaubt es kaum, ich bin raus aus der Pubertät. Ich werde also nicht mehr wachsen und meine Stimme wird wahrscheinlich auch nicht mehr tiefer werden als das jetzt. Aber ich bin schon stark genug im Willen, dass ich nicht sofort The Gist in my Pants habe, nur weil... Ja, ich brennt. Kann er doch machen, mein Gott. So ein paar Girls sehe, so also dir. Aber das kann ich leider nicht von allen hier in Deutschland sagen, weil wir in Deutschland regen uns auf. But can you explain this? Top current view. Current Viewer Locations, oh Mann, ey. Müsst ihr einfach mal drauf nachdenken. Deutschland, das Land der frickin' Sim. Ich meine natürlich, das Land der angehenden Wizards. Ne, wir Deutschen sind dedicated, ne, 30 Jahre lang Monk-Lifestyle zu leben, um dann ein Wizard zu werden. Straight up Echt, das heißt Wizard? Ich dachte, das heißt Zauberer. Naja. Back, my dudes. Ja, Monk-Lifestyle. Ich will definitiv keine Girls kennenlernen. I'm sorry, my man, dass du erst dich bist. Dankeschön, Kriegetiffy. Vielen lieben Dank für deine 5 verschenkten Subs. Ja, was geht eigentlich heute bei euch? Habt ihr irgendwie alle Lohn am Mitte des Monats bekommen oder so? Heute wurden bestimmt schon 50 Subs verschenkt oder so. Macht ruhig weiter. Ich beschwere mich darüber nicht. Na, ist trotzdem krank. Aber weiter am Text. Aber wenn Poolstreams so wack sind, dann erklärt mir doch, warum Amorant mehr Subs hat als Montana Black. Und der nennt sich Numero Uno. Warte mal. Warum Amorant... Hat Monte nur noch 18.600 Subs? Das ist gar nicht mal so viel, oder? Der hatte doch mal so eine Zeit lang im Durchschnitt 30.000, oder? Der ist auch 11 Plätze nach unten gegangen. Ist das noch real? Montana Black stürzt ab, ne? Langsam. Und mehr Krank. Subs hat als Montana Black? Und der nennt sich Numero Uno. Cringe, Bro. Wer schreibt hier ja? Schauen wir uns doch mal gemeinsam einen Hot Tub Stream an, bevor wir überhaupt hier irgendwie judgen oder so. Okay, es geht gleich los. Jeden Moment, bestimmt. Oh, wie lange wird sie umziehen? Hater würden sagen, das macht sie extra. Sie macht das nur für das Geld. Sie ist gar nicht so passionate und feiert es, halbnackt im Pool zu sitzen, während Leute im Chat entweder Craigasm spam oder... Es ist halt einfach so, dass ein Bikini umzuziehen sehr lange dauert. Scheinbar so gefühlt 10 Minuten oder so. Girls können das bestimmt in den Kommentaren bestätigen. Oder in meinen DMs. Mit Beweisvideo, wenn ihr 18 seid. Warum schaut man sich solche Streams an? Ich verstehe es auch nicht. Also ich würde das auch gerne wissen, was halt Leute, also warum die das halt gucken. Selbst wenn man sagt, okay, ich möchte halt nur darauf eine Runde Mütze Glatze spielen oder was auch immer die werbefreundliche Bezeichnung davon ist. Dann, warum sollte ich mir dann so einen Twitch-Stream angucken, wenn ich halt auf allen möglichen Seiten auch deutlich mehr sehen kann, kostenlos? Also, ich meine, Twitch ist auch kostenlos und nicht, ne? Aber man kriegt ja einfach nicht das volle Programm, ne? Weil es gibt ja immer noch Regeln von Twitch, was man halt zeigen darf und was nicht. Also von daher verstehe ich das halt Real Talk nicht, warum man das da macht.
warum man auf dieser Seite unterwegs ist. Ich check's wirklich nicht. Ist aber auch so frech, wenn andere Streamer für ein paar Minuten weg sind. Ja, ich denke auch, dass es vielleicht Leute gibt, die sich dann irgendwie erhoffen, wenn man da zum Beispiel irgendwelche Subs oder so da lässt, dass man dann von der halt wahrgenommen wird. Weißt du, dass sich Leute einfach so nach Interaktionen sehen, was halt eigentlich sehr traurig ist, um ehrlich zu sein, muss ich sagen. Na, also ich finde das schon, also wenn es dir so wichtig ist, von einer Frau Kontakt zu haben, dass du da einfach irgendwie vielleicht auch hunderte Euros ausgibst, nur damit sie deinen Namen auf ihren Arm schreibt oder wo auch immer hin, tut mir schon sehr, sehr, sehr leid auf jeden Fall, ne, solche Leute. Goodbye. Und bei den Girls scheinbar? Poolstream? Oh, cute Bikini. Mein Name auf der Stirn für 200 Subs, aka 1000 Euro? Wenn ihr so horny seid, dann schaut doch lieber meine Videos. Erstens, wenn ihr Girls seid, because of me. Und zweitens, ASMR Jinx hat eigentlich immer so regelmäßig einen Gastauftritt in meinen Videos. Schauen wir es mal Amorant etwas näher an. Aber nicht so nah. Oh, sorry. Haters würden sagen, dass Poolstreamerinnen gar keinen richtigen Content machen würden. Und das kann ich direkt zurückweisen. Amorant macht mehr als nur Hot Tub Streams. Einen Hauptkanal auf YouTube und einen ASMR-Kanal. Und ihr wisst, ich liebe ASMR. Und nein, ich werde jetzt nicht ASMR Jinx einblenden. Amorant, komm. Dankeschön, Cricktify. Bald kann ich deinen Namen aussprechen. Vielen Dank für nochmal 10 verschenkte Subs. Heute einfach schon 20 Stück rausgehauen, Alter. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Absolute Ehre. Alle mal Kuchen-Corona in den Chat. Und bedankt euch auf jeden Fall an alle, wenn ihr hier irgendeinen Sub geschenkt bekommen habt heute. Also peinlich, wer jetzt auch ohne Sub rumläuft. Was ist eigentlich, wenn jeder, der zuguckt, schon Sub hat und du welche verschenkst? Was passiert dann? Cosplayer, Gamer, Model, Geek. Oh mein Gott, ich kann so relaten mit ihr. Ich meine, bei den Videos, Hot Mini Skirt Try-On, Tight Legging Try-On, Victoria's Secret Swimsuit Try-On, Tight Bodysuit Try-On. Ich weiß nicht, woher dieser rote Balken kommt. Oder ihr ASMR-Kanal. Und ich sehe schon direkt eine Raid Shadow Legends Werbung. Digga, einfach 4 Minuten Werbung, Junge. What the freak, Alter. Junge, wie viel was? Geld hat sie bekommen? Aber egal, ich wollte eigentlich mit ihren 2 Tingles meinen Pringle glücklich machen. Ich meine, entspannen. Und jetzt habe ich halt Bock auf... Junge, krass. Ey, vielen lieben Dank. Wir haben einfach Hype Train Level Stufe 5 erreicht. Also das haben wir auch schon... Also erreicht man nicht immer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal erreicht haben, aber krank, Digga. Danke auf jeden Fall. Ne? Ehre. Also shut up, Haters. Sie macht Content. Halt auch Poolstream-Content und ist halt dafür halt passend gekleidet nur. Ja, seht ihr, guck, die macht auch ordentlichen Content. Wenn Monte das mal machen würde. Was euer Problem ist, in einem Pool Mario Kart spielen, das mache ich auch öfter und regelmäßig und so. Wow, it's giving me so many options. Hat die wirklich Schach gespielt? Was euer Problem ist? Fun Fact: Bei ihrem Mario Kart Tournament haben nur 3 Leute mitgemacht. Sie, ihr Mod und ein Random aus dem Chat. Schade aber auch, dass ihr 40 Männer nicht so into Mario Kart sind. Doof, dass ich keine Zeit hatte und nur reingeschaut habe wegen dem Video und so. Aber Mann, ey, wie gerne hätte ich doch mit so einer Epic Gamerin gespielt. Right. Und ja, jetzt kommt so ein bisschen Shaming, so von wegen, oh, Girl is playing game und Snoop, war ja so klar. Aber ich kann mir nicht helfen. Es sieht einfach so noobig aus, wie sie den Controller benutzt. Als ob das ein Film ist, wo gleich jemand kommt, um sie zu fricken. Hallo, hier unten ist der Controller. Aber sie ist auf jeden Fall eine Gamerin. Poolstreams sind mein Hobby, meine Leidenschaft. Wer was anderes sagt, Haters. Und Pool-Content ist auch sehr Variety. Es gibt Content für jeden. Oh, leckerer Apfel. Dankeschön, dass du auch nochmal 10 Subs hier reinhaust. Vielen lieben Dank. Absolute Ehre auch an dich. Ja, what the fuck, Alter. Was geht denn hier heute, ey? 2 Leute, oder 3, ja, 4 oder 5, keine Ahnung, hier verschenken einfach 100 Subs heute, Alter. Was geht denn, ey? Krass. Also wie gesagt, wenn ihr immer noch keinen Sub habt, dann ist wirklich peinlich, Digga. Dann könnt ihr den Stream auch verlassen, dann soll es heute einfach nicht so sein. Dankeschön auf jeden Fall. Ehre. Tanzen sogar die Girls für euch, wenn ihr genug Geld da lässt. Versteht sich. By the way, was das ganze Video hier schwerer gemacht hat. Leider nehmen sie die Aufnahmen von den Poolstreams nicht auf. Sprich, es gibt keine VODs auf Twitch. Vielleicht wegen der Musik. Vielleicht wegen der Exklusivität, damit ihr halt rechtzeitig da seid, Smile. Oder vielleicht, damit keine Bans im Nachhinein kommen können, wenn auszusehen zu viel gezeigt worden ist. Aber ich verstehe die Aufregung nicht. I mean, wer beschwert sich, wenn Madison Beer einen Poolstream macht? Danke. Also ich nicht, Smile. Okay. Nipple check. It's okay.
Und seid ehrlich, als ob ihr noch nie auf YouTube Thick Twitch Moments Love Emoji eingegeben habt. Oder Hot Twitch Moments. Oder, ach egal, geht doch einfach auf freaking anderen Seiten, wo ihr 18 seid. Sexual Content funktioniert halt, Leute. Dankeschön, die begehbare Milchtüte für deine 5 verschenkten Subs. Ehre, Alter. Dankeschön. Ja, das heute auch. Ich glaube, der krasseste Stream diesen Monats auf jeden Fall. Obwohl einer hat 100 Subs verschenkt. Das ist vielleicht nochmal ein Stück krasser, aber danke auf jeden Fall. Absolute Ehre, danke sehr. Was will man machen? Back in the days, als Katja neu war, habe ich mir gedacht, okay, solange wird sie selbst nicht auf YouTube bleiben. Ich meine, schaut den Content an. Hallo, meine lieben Mäuschen. Heute erzähle ich euch, was ich gerne in mich reinstecke. Creektify. Dankeschön für nochmal 5 Subs. Wir haben schon 25 Stück heute rausgehauen. Auf vielen lieben Dank nochmal an dich. Tut mir leid an die Kurde für Uncut-Zuschauer, aber das muss man einfach erwähnen. Ja, also das ist einfach nur krank. Ja, was ist denn hier heute los, Alter? Ihr ist halt echt so, ne? Gab's irgendwie. Wurden gerade ganz viele Bitcoins verkauft, oder? Checke. Oh, falscher Raum. Ja, wir haben einfach auch Stufe 5 jetzt auch komplett voll gekriegt. Nochmal auf über 100%. Das hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Aber Überraschung, jetzt macht sie Musikvideos und das ziemlich erfolgreich. Aber who are we to judge? Habt ihr ja das schon mal probiert? Aber ich muss ja tatsächlich auch zugeben, also ich finde Katjas Musik auch wirklich gut. Ich weiß, damit stehe ich wahrscheinlich relativ alleine da, aber ich finde es tatsächlich sehr nice. Gibt auch ein paar Songs aus ihrem neuen Album, die ich halt höre. Na, also ich finde das tatsächlich gar nicht so schlecht. Probiert zu streamen aus einem heißen Pool? Also ich nicht. Also lasst uns das mal ausprobieren. Oh, hallo, Mr. Gurke. Hey there. Oh, the water. Oh, es ist so nice. Oh, Mr. Gurke. Entschuldigen Sie, aber das ist mein Ding. Das ist mein Stream. Oh, man, so, this is embarrassing, but I'm swelling up. Was soll das? Toss me something. Solution. Achso, ich kann laden. Ja, entspann dich, das ist hier ein family-friendly, Hot-Tub-Stream. Oh mein... Kleine Balls? Kleine Balls, große Balls, eine lange Gurke, kurze Gurke, alles ist erlaubt hier. Jeder ist in meinem Stream erlaubt. Gewünscht. Mr. Gurke, Alter, wie guckst du, Alter? Oh nein, ich bin Mr. Banana! Oh mein Gott, Alter, deine Banane ist aber schon keiner. Uhu. Oh mein Digga, was habe ich denn für ein nettes Emote bekommen? So ein Hund. So eine große Tomate, sag ich schon. Eine große Kartoffel gesehen. Wohin gehen die alle? A straight shooter like me. Das ist immer noch ein Friend, immer ein Family. Ja, natürlich, Herr Katja, Songwriter. Digga, jeder aus der Rap-Szene hat Songwriter. Was denkst du denn, ey? Stream, ne? Bevor ich jetzt hier nochmal neu schreiben, muss. Mr. Broccoli, I'm sorry. Jetzt mal real und talk again. Dass sicherlich nicht wenige Girls Poolstreams nutzen für Free Cash und so, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ist ja auch in den Terms of Agreement. Und wenn du halt einen Poolstream hast. Ja, das war jetzt echt ein bisschen zu lang. Dann hast du halt auch so Badesachen an und ist es so schlimm? Eine attraktive Person knapp bekleidet zu sehen? Ist doch nice. Also für ein paar Minuten zumindest. Aber wer sich das unironisch anschaut, es enjoyt und dann noch Geld auch noch reinpayt, diese Person würde ich echt gerne mal treffen. Okay, eigentlich nicht wirklich, weil Full Front, wer die Twitch-Doku gesehen hat. Digga, jetzt mal Real Talk. Pi feed you. Ich meine, du hast jetzt irgendeinen Twitch-Namen reingeschrieben. Wurdest jetzt halt direkt gebannt. Und darfst halt hier nie wieder reinschreiben. Also, eigentlich würde ich tatsächlich gerne von dir wissen, ob du denkst, dass sich das gelohnt hat. Also, denkst du jetzt wirklich, dass irgendjemand aus dem Chat jetzt den Namen bei Twitch googelt, da reingeht und den jetzt totfeiern wird? Ich verstehe diese Eigenwerbungsleute nicht, weil das nicht nur bei Streamern, sondern auch bei Zuschauern so ein schlechtes Image hat. Es bringt halt Real Talk einfach gar nichts. Checken das die Leute nicht? Alter. Gesehen hat und sich die Fans von dieser einen Girl-Streamerin angeschaut hat. Also ich mag bei Vivi vor allem, dass sie die Spiele nicht allzu ernsthaft und verkrampft angeht. Ja, ich will dazu halt auch gar nicht sagen, so, aber es ist schon. Also ich würde mich da als Mädchen so ein bisschen unwohl fühlen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Geht. So wie ich? Ich bin natürlich nur bei der Streamerin da, weil sie so cool ist und ich es so toll finde, wie Noob ich sie in jedem Videospiel ist. Get real, guys. Aber das ist wohl die Pool-Stream-Meta und wer weiß, wohin sich das noch hinentwickelt. So, da bin ich actually ein bisschen neugierig. Wenn ihr, vielleicht habt ihr Gedanken dazu, dann schreibt es in die Kommentare. Meine Meinung, diesen Content an sich gibt es ja schon länger, ne? I like big sex. Attraktive Girls, wenig Kleidung,
Viele benutzen Taschentücher. Ganz ehrlich, wenn ich ein Mädchen wäre, würde ich es auch machen, wenn ich mit einem Stream 2K verdienen kann. Ja, natürlich. Digga, weißt du, dass Shireens Musik gefällt mir tatsächlich einfach nicht. Also ich habe nichts gegen Shireen so an sich oder gegen ihre Musik, aber es gefällt mir einfach nicht. Nicht so mein Stil. Ein Lied habe ich mal ganz cool gefunden, aber sonst ist das halt nicht so meins. Das Ding ist zum Beispiel jetzt auch mit diesem Mädchen sein. Was ich zum Beispiel auch Real Talk nicht verstehe, ist, dass nicht jedes Mädchen auf dieser Welt ihre gebrauchte Unterwäsche oder Tampons binden oder whatever verkauft. Also jetzt mal Real Talk. Klar, irgendwo ist es vielleicht ekelhaft, wenn du überlegst, okay, du trägst einen Slip, schickst den weg und irgendwer macht dann halt was Komisches damit. Aber ganz ehrlich, du benutzt die Sachen doch so oder so. Und ich sag mal, so Unterhosen kriegst du bei Primark irgendwie ein 10er-Pack für 5 Euro oder so. Das heißt, einer kostet 50 Cent und du kannst den lockerflockig für 20 Euro verkaufen. Theoretisch musst du den nicht mal einen Tag tragen, Digga. Trag dir eine Stunde, reib da ein bisschen rum, Alter, und schick den weg. Dann kannst du 10 Stück am Tag fertig machen oder sowas. Das ist so eine Sache, die ich halt überhaupt nicht verstehe. Es ist Real Talk einfach verschenktes Geld. Ich meine, jetzt zum Beispiel irgendwie so Tampons oder so. Ich meine, was machst du damit? So, du packst sie in einem Pinky Glow ein und packst den in den Müll. So, dann verschick den doch und krieg deine 30 Euro dafür, dass du einfach nur ein Mädchen bist. So, du machst damit wirklich so unglaublich viel Geld. Ich hatte mal übers Internet mit einer zu tun, da habe ich auch schon Kuchen-TV gemacht, also jetzt, ich habe nicht bei der gekauft oder so, ich hab random irgendwie mal mit der da, ich weiß gar nicht, wie bin ich auf die gekommen, Digga? Gute Frage, ich war irgendwie auf jeden Fall mal in einem Teamspeak-Call mit der und die meinte halt, dass sie damit im Monat so nebenbei irgendwie so 1000 Euro oder 1500 oder so gemacht hat, wo ich mir so denke, Digga, 1500 Euro, quasi fürs Nichts machen. Digga, wenn ich ein Mädel wäre, ne? Alter, ey, ich würde das direkt machen. No joke, es ist ja einfach nur verschenktes Geld. So, ach, was denn für Moral? So, es gibt Leute, die das halt feiern. Mein Gott, niemand weiß, wie du aussiehst. Digga, verschick das doch, du machst Leute glücklich, kriegst Geld dafür. So, es ist keine Prostitution oder sonst irgendwas. Also, ich finde nicht, dass du dich da verkaufst oder whatever. Also, ja. Und durch die steigende Einsamkeit findet ja so ein... Ja, als Mann kannst du das tatsächlich auch machen. Also es gibt auch schwule Männer, die sowas kaufen von anderen Männern tatsächlich, ne? Content wahrscheinlich noch mehr anklangen als so schon. Jetzt ist halt der Aufschlag größer, weil, ne, Twitch ist ja so, steht ja für Gaming und für coolen In-Real-Life-Stuff und Pool Streams also wenig Effort und Big Stongs. Dann wird über leichten Umweg, also einfach nur ein Linktree basically, Werbung gemacht für noch knapperen Content, zum Beispiel auf OnlyFans oder auf Patreon. Oh, das ist ja mein Patreon. Ja, ich meine, wenn ihr wollt. Aber keine Nudes, sorry. Das ist ja eigentlich nicht so gern gesehen von Twitch oder auch YouTube. Naja, so Werbung auf noch knapperen Content, ne? Das hat ja auch schon mal Konsequenzen gehabt. Aber ne, bei denen ist es schon mal nicht so viel knapperen Content, ne? Das hat ja auch schon mal Konsequenzen. Strike auf Kuchen TV so. Gehabt. Aber ne, bei denen ist es schon mal nicht so schlimm, I guess. Nice, cool. Ehre. Und was sind das auch für Beziehungen zwischen halt der Girl-Creatorin und den, ja, also wie real, eigentlich nur männlichen Konsumenten, Fans? Ich weiß ja nicht, ne, weil Bella Delphine Smile hat in einem Podcast erzählt, so was so die Vorlieben von manchen der Fans sind von ihr und einer wollte, dass Belle wie so nach einem Kampf bei Mortal Kombat oder so tot auf dem Boden liegt. Another guy whose kink was Mortal Kombat or Street Fighter, one of those. When, like, the girl dies, they're in a dead position. He paid so much to see me just act dead. What the fuck? Du bist tot, also beweg dich nicht! Oder ein Trend soll wohl sein, dass du deine männlichen Fans züchtest oder so? I guess, als ob du die so zur Welt bringst oder so? There's something that I've seen a lot recently. It's hard to do for me, but breeding is a thing. People get off on the idea that, like, to breed you. Letzten Mahnungsblogger der Welt. Aber keine Angst, wenn ihr euch schlecht fühlt, weil ihr gerne Hot Tub Streams schaut, aber euch gejudged fühlt. Es gibt auch Streams von Girls ohne Pool und die machen auch sehr coolen Stuff. Was war denn das Neues? Aber wie schon mal ihren Namen? Tja, Pech gehabt. Ja, ganz gutes Video, ne? Da Winky auf jeden Fall am Ende hat nochmal hier einen reingehauen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das ziehen wir hier auf jeden Fall durch.